Ich frage mich, wird unser Wein getäuscht? Im Folgenden möchte ich Ihnen erklären, wie ich zu dieser Frage komme. Angefangen hat das Ganze Mitte des 19. Jahrhunderts, als ein winziger Schädling von Nordamerika nach Frankreich eingeschleppt worden ist. Die Reblaus. Innerhalb der folgenden Jahre zerstörte sie große Weinflächen und verursachte so einen immensen ökonomischen Schaden. Aber woran starben die Weinpflanzen genau? Nun, man muss wissen, dass die Reblaus nicht nur einen oberirdischen, sondern auch einen unterirdischen Lebenszyklus hat. Und hier unten ist das eigentliche Problem. Um sich zu ernähren, saugt die Reblaus an einer Wurzel und entzieht so der Rebe einen Teil ihres Saftes, wodurch diese geschwächt wird. Momentan wissen wir noch nicht, ob die Rebe sich gegen die Reblaus wehrt, diese aber den Abwehrversuch der Pflanze widerstehen kann, oder ob die Rebe getäuscht wird. Das heißt, die Reblaus sich tarnt und so die Rebe überhaupt nicht merkt, dass jemand an ihr saugt. Der Winzling, der scheint nämlich einen Trick zu benutzen. Und zwar gaukelt er der Rebe vor, dass sie, die Reblaus, überhaupt gar kein Eindringling ist, sondern eine junge Wurzelspitze, die dringend Nahrung für ihr Wachstum braucht. Und somit kommen die Nährstoffe nicht zu den Wurzelspitzen, sondern gehen direkt zu der Reblaus, wodurch die Wurzelspitzen leer ausgehen und nicht weiter wachsen können. Das Ziel unserer Forschung ist es nun, das Wechselspiel zwischen der Wurzel und der Reblaus besser zu verstehen. Dies erforschen wir mit einer biochemischen Analyse. Dabei werden Art und Menge verschiedener Duftstoffe von unbefallenen und befallenen Wurzeln miteinander verglichen. Gleiche Muster in den Duftstoffen könnten einen Hinweis darauf geben, dass die Rebe von der Reblaus getäuscht wird. Sobald wir ein besseres Verständnis haben, was zwischen der Wurzel und der Reblaus geschieht, hätten wir eine größere Möglichkeit einzugreifen und könnten sie so vielleicht stoppen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.